Peter Stöger wird live im Studio zu den aufgearbeiteten Problemen bei Rapid Stellung nehmen. Wir kommen zu den Ergebnissen und die schauen folgendermaßen aus. Wird sogar so ein bisschen mit dem Aufstieg. Die Besinnung auf die eigenen Stärken soll der Schlüssel zum Erfolg sein, so hat es zumindest Bregenz-Trainer Srdan Gemaljevic gefordert. Das Tore-Schießen hat er mit den Stärken aber wohl nicht gemeint. Die nächste hochkarätige Chance in der 12. Minute. Da hat es bei Simon Schnepf nicht nur an der Feineinstellung gefehlt. Bei der ersten Chance der Vienna hingegen ging es nur um Zentimeter. Manfred Wachter mit zumindest gutem Auge. Nach einer halben Stunde zeigte sich die erste Stärke der Bregenzer, nämlich Torhüter Neno Koruzovic. Er hat seine Klasse gleich mehrmals unter Beweis stellen können. Was übrigens auch sein Gegenüber Jürgen Macho tat. Die Bilder täuschen, sonst war es ziemlich fad für die 1000 Fans. Auch nach der Pause war es eher verspäteter Sommerfußball. Golematz, Stojanovic und der eingewechselte Oliver Matle zum 1:0 nach 78 Minuten. Dabei blieb es auch. Casino Bregenz besiegt Honda HVK Vienna verdient mit 1:0. Und der angestrebte Platz im vorderen Drittel wird immer realistischer. Beim nächsten Spiel zwischen St. Pölten und Gera